Dann herzlich willkommen. Wir sind hier heute auf dem Immenhof bei Familie Schulz. Ich darf hier heute begrüßen Henning Otte. Wir haben jetzt gerade hier schon einen Hofrundgang gemacht, haben uns hier alles angeguckt, sind auch da schon natürlich beim ein oder anderen Thema auch ins Gespräch gekommen, so wie es auch sein soll. Und ja, ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Otte, dass Sie das Angebot angenommen haben, sich hier den Fragen zu stellen und natürlich auch sich über Landwirtschaft zu informieren und mit uns gemeinsam den Hofrundgang zu machen. Und für den Beginn würde ich sagen, vielleicht sagen Sie ein, zwei Worte zu sich und stellen sich einfach mal kurz den Zuschauern vor. Ja, Herr Heuer, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Das ist eine tolle Kulisse hier im Blühstreifen, am Immenhof, mit einem interessanten Rundgang eben der Familie Schulz. Ein toller Familienbetrieb, breit aufgestellt. Und hier arbeiten die Generationen zusammen. Und das ist fast so wie bei uns. Ich komme aus einem Gasthaus, einem Landgasthaus mit Nebenerwerbslandwirtschaft. Aber bei uns galt die Höfeordnung und mein älterer Bruder hat die Landwirtschaft bekommen und ich musste Politiker werden. Damit kennen Sie meinen Beruf als Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Uelzen und Celle. Und habe mit meiner Frau zusammen vier Kinder. Wir wohnen in einem kleinen Heidedorf und ich freue mich jetzt auf das Interview. Ja, wir freuen uns natürlich auch. Dann steigen wir auch direkt ein. Vielleicht für den Anfang noch eher eine etwas weichere Frage. Landwirte sprechen ja oft davon, dass sich die Konsumenten an der Ladentheke für die richtigen Lebensmittel entscheiden sollen. Die Frage ist ja natürlich, was sind eigentlich die richtigen Lebensmittel und wer kann das überhaupt heute oder auch in Zukunft beurteilen? Weil ja doch viele Leute gar keinen Landwirt mehr persönlich kennen, weil ein Landwirt heute ja 145 Menschen irgendwo mitversorgt. Sollte es Ihrer Meinung nach nicht jedem Bundesbürger in seiner schulischen Laufbahn möglich gemacht werden, zwischen der 5. und 10. Klasse in Form eines Betriebspraktikums so ein bisschen die Grundlage des Lebens auch kennenzulernen, gewisse Bodenständigkeit, Respekt für Lebensmittel und auch Lebewesen zu erhalten, Umweltwahrnehmung, soziale Aspekte, wäre das nicht eine sinnvolle Sache, die man etablieren könnte? Das ist ein guter Gedanke, der hoffentlich dazu beiträgt, dass man mehr Verständnis hat, dass Fleisch auch irgendwo produziert werden muss. Und deswegen ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage, was ist richtig? Richtig ist das, was schmeckt. Und ich finde auch, wenn man weiß, wo es herkommt. Aber Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an, den man ja sowohl im Deutschen Bundestag als auch in den Großstädten sieht, dass die Verbindung zwischen Bevölkerung und produzierendem Betrieb verloren gegangen ist. Ja. Und das ist nicht, wie man auch bei uns in der Kinderstube mit marundes Land leben, sondern dass heute eben man sich dem Wettbewerb stellen muss. Ich fände eine solche Idee gut, dass man auf Betriebe geht, da ein Praktikum macht, aber es muss natürlich freiwillig gelten. Unsere Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen, Barbara Otte-Kienast, hat jetzt noch mal auch mal in die Diskussion gebracht, dass man Alltagskompetenz insgesamt, vielleicht auch Arbeitskompetenz mal wieder aufnimmt. Also ein Praktikum mal auf dem Hof zu machen, wäre sicherlich von Vorteil, aber sollte freiwillig sein. Okay. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie kann es Ihrer Meinung nach gelingen, die Diskussion um die Landwirtschaft und die Landwirtschaftspolitik wieder auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen? Viele Teile der Bevölkerung, aber eben auch der Politik, zweifeln ja selbst Aussagen an, die von anerkannten Forschungseinrichtungen wie eben auch dem Bundesinstitut für Risikobewertung getätigt werden. Wie gehen Sie damit um? Wie kann das gelingen, da die Diskussion vielleicht auch eher wieder zu lenken? Ja, man muss dieser Tatsache offen ins Auge schauen. Viele Dinge werden heutzutage emotional diskutiert. Das kann was mit den neuen Kommunikationsmitteln zu tun haben. Es kann auch teilweise durch die Unkenntnis sein, auf jeden Fall. Es ist schwer, mit Argumenten zu bestehen. Und Sie waren es ja, die zum letzten Bauerntag dann hier in der Deutschen Eiche in Uelzen Herrn Professor Hensel eingeladen hatten. Der ist ja, führt ja das, die Anstalt für Risikobewertung. Und das ist ganz wichtig, dass wir wieder auf Wissenschaft zurückkommen, auf Fachkenntnisse zurückkommen. Und da breche ich auch mal die Lanze, insbesondere für die jungen Landwirte, junge Frauen und Männer, die die beste Ausbildung machen, die man machen kann, die mit Leidenschaft, aber auch mit Kompetenz wissen, wovon sie reden
und was sie tun. Und das müssen wir den Verbrauchern mitteilen, dass wir sagen, wir haben die höchsten Umweltauflagen, wir haben die beste Qualität und auch der Anspruch der bäuerlichen Familienbetriebe ist eben auf dem Hof auch in Zukunft weiterzuarbeiten, der jetzt bewirtschaftet wird. Und da muss man eben nachhaltig und gut wirtschaften. Ja, ich denke, da haben wir auch gerade hier beim Hofrundgang auch schon intensiv drüber gesprochen und auch viele Beispiele gesehen, wie sowas eben auch gut gelingen kann, gerade hier mit den Stoffkreisläufen, die hier im Betrieb auch gelebt werden. Ja, dann, wir haben eben schon von Familienbetrieb, haben Sie eben eingangs schon gesprochen. Wie definiert sich aus Ihrer Sicht ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb und wie wollen Sie sich für den Erhalt landwirtschaftlicher Familienbetriebe einsetzen und das eben auch langfristig sicherstellen? Bei Kostensteigerungen, die wir nun mal haben, aber eben nicht unbedingt steigende Produktpreise für das, was wir erzeugen in der Landwirtschaft und letztendlich ja auch der steigende Lebensstandard, an dem natürlich auch die Landwirte teilhaben wollen. Es gibt keine Legaldefinition für Familienbetriebe, meines Erachtens. Aber wir waren gerade hier bei Familie Schulz auf dem Immenhof und haben festgestellt, dass hier die Generationen zusammenarbeiten. Und das ist es, glaube ich, was es ausmacht, dass man diesen Familiengedanken sowohl in der täglichen Produktion wahrnimmt, aber auch mit dem Anspruch, es dann an die nächste Generation weiterzugeben. Aber es wäre eine Illusion, dass man alles mit Technik machen kann, sondern man braucht auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einem Hof. Aber wichtig ist eben, dass es einen gibt, der verantwortlich ist auf einem Hof. Und das ist eben der Familienmensch an sich. Das ist sozusagen die Betriebsform. Diese Betriebsform muss sich aber dem Wettbewerb stellen. Und das ist eine große Herausforderung. Ich bin als Christdemokrat gegen Protektionismus, sondern für soziale Marktwirtschaft und sage auch, wir müssen uns dem Wettbewerb stellen können, die landwirtschaftlichen Betriebe vor Ort. Dafür müssen sie aber auch einen gewissen Freiraum haben und wahrscheinlich kommen dann noch gleich Fragen zu diesem Freiraum dazu. Ja. Das haben Sie gut erraten. Wir wären nicht der Bauernverband, wenn wir das nicht tun würden. Ne? Ja, aber wir bleiben vorweg erstmal nochmal bei den Familienbetrieben, bevor wir dann dahin übergehen. Neben den wirtschaftlichen Faktoren sind es natürlich auch andere Dinge, die für Frustration auf den Höfen sorgen und die durchaus auch für Betriebsaufgaben sorgen. Das ist zum Beispiel die ständig wachsende Bürokratie ein Thema, was uns hier bewegt. Wir haben vorhin auch über Baugenehmigungsverfahren schon gesprochen. Haben immer höhere Auflagen, mehr Kontrollen, die auch teilweise ja schwer zu durchblicken sind und teilweise ja in sich schon Zielkonflikte birgen. Da ist es natürlich für Großbetriebe etwas einfacher, mit eigenem Büropersonal das alles abzuarbeiten, als eben für den Familienbetrieb, wo man letztendlich doch auch Allrounder ist. Wie kann man da Ihrer Meinung nach gegensteuern? Und auch das Thema Bauanträge, weil wir es eben auch hatten, was kann man da eventuell auch tun, damit das da ein bisschen schneller geht und man nicht irgendwo von der Idee bis zur Baugenehmigung 3, 4, 5 Jahre braucht? Ja, das ist eine große Herausforderung, vor der Familienbetriebe hier in unserer Region täglich stehen. Sie müssen raus, um arbeiten zu können, produzieren zu können, aber eigentlich müssen sie drin sein, um Bürokratie zu bewältigen. Mhm. Und eben im praktischen Beispiel hier haben wir ja bei dem Betrieb festgestellt, dass man sich diese Bürokratie aufteilt, aber dass sie quasi eine Person am Tag bindet. Und das ist zu viel. Ja, wir sind in einem Rechtsstaat. Da geht es nicht nach Gutdünken und nicht nach Daumen, sondern da geht es eben nach rechtsstaatlichen Voraussetzungen. Ja, wir setzen uns auch für privilegiertes Bauen im Außenbereich für landwirtschaftliche Betriebe ein. Aber diese Privilegierung erfordert eben auch ein Genehmigungsverfahren, eine Abwägung von individuellen und öffentlichen Interessen. Aber wir müssen bitte nicht nur Umweltrecht sehen, sondern wir müssen auch Baurecht sehen und immer unter dem der Prämisse, dass wir uns den Wettbewerb auch stellen müssen. Und alles das, was hier nicht unter erhöhten Auflagen gebaut wird für die Produktion, wird in anderen Ländern unter geringeren Auflagen gebaut. Und das müssen wir den Verbrauchern auch deutlich machen, dass es Qualität auch einen Preis kostet. Mhm. Aber es geht auch zum Beispiel darum, mal gute Ansätze von mir aus im Pilotprojekt durchzuführen, dass bei privaten Eigentumsbauten, wenn innerhalb von 2 Monaten keine Genehmigung da ist, dann gilt die Maßnahme als genehmigt. Ja. Und dass wir da eine gewisse Beschleunigung kriegen. Ja, das wäre natürlich schon mal
ein wünschenswerter Ansatz. Ist für ein Hähnchenstall wahrscheinlich nicht als Pilotprojekt durchzusetzen. Aber wir könnten Standards da einbauen und vor allem müssen auch die Genehmigungsbehörden eng miteinander kooperieren, sodass man nicht einmal zum Wasserwirtschaftsamt gehen muss, einmal zum Bauamt gehen muss, einmal zum Umweltamt gehen muss, sondern es bräuchte eigentlich einen Piloten, der ein solches Projekt durch die Schleusen bringt. Ja, okay. Schöner Ansatz an der Stelle. Ja, passend zu unserer Kulisse eine Frage zum Niedersächsischen Weg und zu dem Insektenschutzgesetz. Wir haben ja mit dem Niedersächsischen Weg irgendwo schon eine historische Einigung aus verschiedensten Interessensgruppen gefunden, wo man ja im ersten Moment nicht erwartet, dass man die überhaupt auf einen Nenner kriegt. Also Naturschutz, Landwirtschaft und eben letztendlich ja auch die Gesellschaft, die da eine große Rolle spielt. Das war ja schon ein einmaliges Ding. Wie wollen Sie sicherstellen, dass der Niedersächsische Weg jetzt nicht von Bundes- oder Europarecht torpediert wird und wir eben hintenrum jetzt doch das kriegen, was wir eigentlich damit verhindern wollten und eben was wir gemeinschaftlich lösen wollten im Niedersächsischen Weg? Und wie könnte möglicherweise auch ein Entschädigungsmodell aussehen für die gesellschaftlichen Leistungen, die ein Landwirt eben auch erbringt? Also das Insektenschutzprogramm ist notwendig, wie auch umstritten. Wir sind hier in einer tollen Kulisse. Wir haben hier einen Blühstreifen als Vorbau sozusagen. Und wir müssen, das ist meine feste Überzeugung, Anreize setzen. Nicht sagen, wir gehen über Verbote. Das unterscheidet uns als Christdemokratische Union auch von anderen Parteien, die über Verbote gehen. Wir müssen mehr über Anreize gehen. Deswegen spreche ich auch nicht so gern von Entschädigung, sondern lieber von einem Ausgleichsanspruch. Ja. Das ist nämlich, das einmal ist man sozusagen Billigkeitsermessen oder man hat einen Anspruch darauf. Das ist schon ein Unterschied. Aber zurück zum Niedersächsischen Weg. Eine herausragend gute Sache, wo man miteinander agiert und nicht gegeneinander agiert. Und das kann für uns Pilotprojekt sein, in Berlin auch, um deutlich zu machen. In Niedersachsen haben wir es gezeigt, auch unter einer CDU-geführten Landwirtschaftsministerin, dass wir diesen Weg miteinander gehen können, auch durchaus mit dem NABU, mit dem BUND, aber eben nicht vor Gericht, sondern in der Erarbeitung des Konzeptes. So, jetzt Insektenschutzprogramm ist bundespolitisch, Pflanzenschutzanwendungsverordnung geht über den Bundesrat, da haben wir keinen Einfluss darauf. Wir haben in der Fraktionssitzung in Berlin, auch unter meinem Wortbeitrag, auch der Bundeskanzlerin sehr deutlich gesagt, dass wir mit den Bauern diesen Weg gehen müssen. Und deswegen haben wir hineingebracht Kooperationsgebot und das andere ist der Entschädigungsanspruch. Diese beiden Dinge waren uns wichtig, nicht als Billigkeitsermessen, sondern als Anspruchsgrundlage. Ja, okay. Vielleicht, wir haben jetzt gerade über die verschiedenen Ebenen ja schon gesprochen. Einmal eben das Bundesrecht, aber eben auch das, was auf Landesebene eben passiert. Was ja oftmals der Eindruck ist, dass so eine gewisse Verdrossenheit auch gegenüber der Europäischen Union da ist, weil ja oftmals auf jeder Ebene nochmal 10% draufgepackt werden. Da kommt aus Brüssel irgendwo eine Vorgabe, dann packt der Bund nochmal 10% drauf, das Land packt nochmal 10% drauf und letztendlich der Kreis dann vielleicht auch nochmal. Und am Ende sind wir Deutschen dann vielleicht auch dafür bekannt, dass wir 150% arbeiten wollen. Kann es vielleicht auch daher kommen, dass bei vielen Leuten wirklich auch eher ein negatives Bild gegenüber der Europäischen Union da ist? Und wie kann man das vielleicht in Zukunft auch besser machen, dass man aus diesem Dilemma so ein Stück weit rauskommt und eben auch wieder ja, eine größere Akzeptanz für den europäischen Gedanken findet? Die letzten beiden Worte, Herr Heuer, haben es eigentlich auf den Punkt gebracht. Der europäische Gedanke, der uns in die Situation gebracht hat, das sage ich jetzt auch mal als verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass wir Frieden haben. Ja. Frieden und Freiheit. Und das ist eine ganz wichtige Produktionsgrundlage hier in unserer Region. Und ich will auch nicht in das Bashing einsteigen für Europa. Wir haben übrigens aus Niedersachsen eine Kommissionspräsidentin. Das hat es noch nie gegeben. Also eine Niedersächsin steht davor. Ja. Deswegen ist noch nicht alles gut. Aber wir können mal deutlich unsere Ansprüche auch geltend machen. Und diese Ansprüche müssen A sein, dass wir praxistaugliche Vorgaben aus Europa bekommen.
diese typische gerade Gurke, die es mal geben sollte, ist natürlich Quatsch. Was wir aber brauchen, ist in Deutschland ein Bewusstsein, dass wir EU-Recht auch 1:1 umsetzen und nicht immer noch weiter draufsetzen. Weil das führt zu einem Wettbewerbsnachteil innerhalb der, Europas. Also wir müssen das Gute mitnehmen aus Europa. Übrigens gibt es auch Geld, insbesondere für die Landwirtschaft in der Umverteilung. Aber wir müssen das, was uns erschwert, auch mal von uns weisen und auch mal einen Punkt machen und sagen, so, da gehen wir jetzt nicht mit. Okay. Ja, dann kommen wir vielleicht eher wieder hier auf die regionale Ebene. Wie kann der Flächenverbrauch von wertvollen Ackerflächen für Bauland verringert werden? Was gibt es da von Ihnen für Ideen? Also, ich habe schon mal gesagt, ich komme aus dem kleinen Heidedorf Eversen. Da haben wir ein Baugebiet ausgewiesen, weil wir einfach nicht nur Zuspruch, sondern auch ein Stück weit Zuwanderung im Dorf brauchen, damit wir unsere kleine Grundschule halten, damit das Gasthaus meines Bruders auch noch weiter funktioniert, damit der Sportverein auch noch weiter funktioniert und den Nachwuchs hat. Aber wir müssen natürlich sehen, dass dies häufig zu Lasten landwirtschaftlicher Flächen geht. Ja. Und dem Familienbetrieb fehlt dann landwirtschaftliche Produktionsfläche. Und häufig muss das auch noch ausgeglichen werden. Deswegen müssen wir bei der Ausgleichsfunktion anfangen und können sagen, nicht immer nur Flächen wieder rausnehmen aus der landwirtschaftlichen Produktion, um dort Biotopverbesserungen zu machen, sondern auch im Biotop Verbesserungen durchzuführen. Also quasi eine Kompensation durch Verbesserung von Biotopen. Und da gibt es viel. Da können wir unsere Heidekulturlandschaften nehmen. Wir können Nassbereiche rekultivieren, Erlen setzen, Fichten rausnehmen, solche Sachen. Also nicht immer nur sagen, wir müssen Ausgleich durch weiteren Flächenverbrauch, sondern wir müssen Ausgleich schaffen durch auch Verbesserung von Biotopen. Ja, also am Ende Qualität statt Quantität, dass man erstmal das aufwertet, um dann eben auch wirklich das zu schützen. Ja, besser ausgedrückt. Nur noch mal aufgegriffen. Was werden Sie unternehmen, um die Marktmacht der Akteure in der Lebensmittelbranche aufzubrechen und die heimische Landwirtschaft zu stärken? Das war ja auch schon vorhin so ein bisschen von Ihnen angedeutet worden. Ja, unser Dorfladen hat leider geschlossen, zu unser aller Bedauern. Aber es hat sich halt preislich nicht mehr gerechnet für den Familienbetrieb. Und wir stellen fest, dass die großen Märkte, viele sind es ja nicht, vier, vielleicht fünf, eine enorme Marktmacht haben. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ich bin für Wettbewerb, ich bin für Marktwirtschaft. Jetzt kann ich hier nicht sagen, wir brauchen Planwirtschaft, sondern wir müssen hier hart ins Geschäft gehen mit den Märkten. Wir müssen sowohl kartellrechtliche Überprüfungen durchführen und wir haben ja auch vereinbart, dass die unlauteren Praktiken angegangen werden, verboten werden. Also Julia Klöckner sagt in der Fraktion immer dieses Beispiel, der Anruf beim Bauern, ich brauche noch schnell 800 Köpfe Salat. Ja. Und wenn die dann geliefert werden unter Schweiß und Arbeit, wird gesagt, nee, da gab es eine Absage, die will ich nicht mehr. Das sind unlautere Wettbewerbe und dann kann man die Salatköpfe nicht vernichten, sondern dann muss man einen Anspruch haben, hierfür auch die preisliche Entlohnung zu bekommen. Mhm. Ja, okay. Dann gucken wir mal auf ein Thema, was ja auch gerade in diesen Tagen und Wochen wieder hochaktuell ist, die gemeinsame Agrarpolitik, die gerade ja im Trilog verhandelt wird und wo ja auch auf Bundesebene gerade die Weichen gestellt wurden. Ja, da sind wir ja mittendrin und haben ja insbesondere das Zwei-Säulen-Modell, wobei ja die erste Säule direkt auch den Landwirten dafür dient, dass wir eben im globalen Wettbewerb auch bestehen müssen, mit entsprechend höheren Umwelt- und Sozialstandards als eben der Rest der Welt. Wäre es aus Ihrer Sicht nicht fair, wenn die erste Säule in ihrer finanziellen Ausstattung wirklich auch stark erhalten bleibt und stattdessen eben für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen die gesamte Gesellschaft eben auch ein Stück weit mit herangezogen wird und zur Kasse gebeten wird, dass man eben mit zusätzlichem Steuergeld auch die mit in die Verantwortung nimmt? Also das ist eine weitreichende Diskussion, Herr Heuer, die Sie hier ansprechen.
die wir aber sowohl in der Partei als auch in der Fraktion führen. Wir haben auch in unserer Bundestagsfraktion aktive Bauern. Mhm. Wir haben mit Albert Stegemann einen Milchbetrieb, wir haben mit Silvia Breer, frühere Geschäftsführerin aus dem Bauernverband. Das unterscheidet uns übrigens von anderen Fraktionen. Und hier wird sehr deutlich auch so argumentiert, dass die erste Säule einkommensbestimmt ist. Ja. Und deswegen können wir nicht einfach sagen, wir nehmen aus der ersten Säule was rein, wie andere Parteien das wollen, geben das in die zweite Säule und dann wird die Politik das schon gerecht verteilen. Da bin ich dagegen. Sondern ich sage schon, wir brauchen in der ersten Säule eine Ausstattung, weil durchaus notwendige Umweltmaßnahmen können die am besten machen, die auch die Flächen haben. Mhm. Und da können wir uns umgucken und können sagen, da kann der Ortsrat noch so ein bestimmen oder der Landtag, dass Blühstreifen eingesetzt werden, wenn der Landwirt vor Ort nicht bereit ist, ein Stück Fläche zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist die erste Säule wichtig. Es ist aber viel Druck auf der zweiten Säule, nämlich zu sagen, die muss verstärkt werden. Und ich glaube, wir haben eine Spanne eingesetzt, zeitlich ausgerichtet, dass wir jetzt von 6-8 dann auf 10%, glaube ich, gehen. Also eine Steigerung, eine Stärkung der zweiten Säule. Das ist irgendwie, politisch ist manchmal so ein Konsens, das hältst du auch nicht auf. Aber wir müssen deutlich machen, die erste Säule bestimmt das Einkommen und die Fortführung bei Betrieben, auch jetzt, wenn Generationennachfolgen anstehen. Mhm. Ja, vielen Dank. Da haben Sie die nächste Frage im Prinzip schon mitbeantwortet, wo es nämlich genau um diese Einkommenswirksamkeit, um die Umschichtung auch tatsächlich geht. Ja, aber dann vielleicht nochmal ein anderer Block, eher zum Wettbewerb innerhalb der Europäischen Union. Es ist ja so, dass wir in Deutschland gekoppelte Prämien hatten, beispielsweise für den Zuckerrübenanbau. Gab es ja bis rund vor 10 Jahren noch eine gekoppelte Prämie. Das wurde ja alles abgeschafft, sodass es ja jetzt eine Flächenprämie gibt, die unabhängig davon ist, was letztendlich auf der Fläche angebaut wird. Während es in anderen Staaten jetzt wieder eingeführt wird, wie beispielsweise in Rumänien, wo es eben sowas gibt. Ist das nicht tatsächlich eine starke Wettbewerbsverzerrung? Und was kann man da unternehmen, um auch letztendlich wieder Chancengleichheit herzustellen? Weil eine Nordzucker, wie wir sie hier auch am Standort Uelzen haben, die guckt natürlich auch, wo kriege ich meinen Rohstoff vielleicht ein bisschen günstiger. Und wenn der eben durch eine Prämie in anderen Ländern wettbewerbsfähiger ist, ist das ja schon ein gewisses Ungleichgewicht innerhalb der Europäischen Union. Also eine sehr intensive Debatte, die aber Auswirkungen vor Ort hat. Das sehen wir hier, gerade im Landkreis Uelzen mit dem starken Zuckerrübenanbau und natürlich Nordzucker. Nordzucker muss sich dem Wettbewerb stellen und wir haben natürlich insbesondere auch die Herausforderung des Zuckerrohrs aus Südamerika, insbesondere auch Brasilien. Der Wettbewerb gibt uns als Deutschland die Möglichkeit zu exportieren und das macht ja die Stärke Deutschlands aus. Und nochmals, deswegen sage ich nochmal deutlich, wir müssen den Wettbewerb haben. Aber wir brauchen gleiche Standards für die, die einführen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir deutlich machen müssen, in Handelsabkommen zu sagen, Standards müssen so sein, wie sie auch bei uns herrschen. Denn wir wollen nicht mit Billigware überflutet werden, sondern wir wollen unsere eigene gute Ware hier in Deutschland verkaufen und möglichst darüber hinaus. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit stilbildend, wenn wir so agieren. Dafür braucht es aber Durchsetzungskraft. Da braucht es auch ein bisschen Mut und natürlich auch politische Rückendeckung, damit wir deutlich sagen können, auch für den Landkreis Uelzen, dass Nordzucker eine starke Perspektive hat, auch in der Zukunft. Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter, aber eher Richtung Ackerbau, aber bleiben noch mal bei den Wettbewerbsbedingungen. Wie stehen Sie in dem Zusammenhang zur Gentechnik, gerade eben auch zu den neueren Verfahren wie CRISPR-Cas, was ja jetzt nicht direkt eine Gentechnik ist, so wie es bei vielen in den Köpfen eben verankert ist, sondern wo es ja über die Genschere eher als Züchtungsbeschleunigung ja zu sehen ist. Wie stehen Sie in dem Fall dazu? Sie verschonen mich ja nicht mit hochschwierigen Fragen hier.
CRISPR-Cas ist eine Möglichkeit, weniger Herbizide auch einzusetzen. Und jetzt muss man wissen, was man will. Beides zu verneinen, abzulehnen, geht nicht. Wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann müssen wir auch offen sein für neue Technologien. Das muss natürlich erprobt sein. Ja. Dafür muss es linke Grenze, rechte Grenze geben. Aber es gibt uns eine Möglichkeit. Und da sind wir, wie ich finde, auch am Anfang der Fragediskussion. Lassen wir wissenschaftliche Erkenntnisse zu? Nutzen wir auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir in Deutschland nun mal haben? Da sind wir Spitzenreiter wissenschaftlichem Anspruch, aber auch mit Fähigkeiten. Und das ist so ein Punkt, wo man wirklich mal gesellschaftspolitisch, glaube ich, stärker diskutieren müsste. Wenn wir das eine wollen, müssen wir das andere zulassen. Und da gibt uns das eine Möglichkeit, eben über die Molekularbiologie hier Verbesserungen zu erzielen. Okay. Können Sie sich, Sie haben eben das Thema Herbizide gerade nochmal angesprochen, können Sie sich sowas wie eine Hybridlandwirtschaft vorstellen? Also dass man im konventionellen Ackerbau eben zum Beispiel auf Herbizide verzichtet, aber eben trotzdem noch Insektizide und Fungizide einsetzen kann gegen eben pilzliche Schaderreger oder auch tierische Schaderreger, um hinterher immer noch Ertrag und Qualität absichern zu können. Ich sag mal, das Herbizid könnte man eben auch durch mechanische Verfahren oder entsprechende Arbeitsleistung auch ersetzen, wenn es dann bezahlt wird. Dass man so ein bisschen beides nimmt, also jeweils das Gute aus zwei Welten. Ein Teil aus dem konventionellen und ein Teil eben aus dem biologischen Anbau. Wäre das ein denkbarer Weg? Eine gute Vorstellung. Kann man sich auch bildlich gut vorstellen. Aber der Anspruch muss auch umgesetzt werden. Wenn ich auf Herbizide verzichte, muss ich eine stärkere Bodenbearbeitung haben. Wir haben uns das jüngst hier im Landkreis Uelzen mal vorgesehen, wo dann nicht mehr der Rübenhacker kommt wie früher, sondern dass man eben durch die Reihen ein Gerät hat fahren lassen. Das hat vielleicht auch Auswirkungen auf Bodenbrüter. Das muss man auch mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber wenn ich richtig noch so meinen ländlichen Instinkt habe, dann weiß ich auch, dass wenn Boden aufgearbeitet wird, dann wird auch CO2 freigesetzt. Also hier muss man das auch ein bisschen in Relation bringen. Aber die Idee zu sagen, Herbizide fährt man runter, Insektizide und Fungizide nutzt man weiter, um dafür sozusagen eine gute, verantwortbare Mischung zu kriegen, hört sich irgendwie sympathisch an, aber sollte man mal wissenschaftlich abchecken. Ja, da sind wir wieder beim Eingang. Ja, was sagen Sie in dem Zusammenhang? Sie haben das eben schon aus Klimagesichtspunkten aufgegriffen. Das ist natürlich gerade die Minimalbodenbearbeitung, hat Herr Schulz vorhin auch so ein bisschen berichtet, wie es hier auf dem Betrieb gehandhabt wird. Das dient ja auch durchaus zum Humusaufbau und zum Erosionsschutz. Gleichzeitig spart man eben ja auch Wasser, dadurch, dass eben der Boden nicht ständig angerührt wird. Wie verträgt sich denn ein solches Verfahren mit einem kompletten Verbot von Glyphosat? Also Glyphosat ist leider in aller Munde und deswegen total nachteilig belegt, gebasht, Shitstorm, weiß nicht, was man noch sagen kann. Und für Glyphosat sehe ich keine große Perspektive. Auch wenn ich, da beziehe ich mich wieder auf mein Dorf, mein Nachbar ist ein Landhändler, der heißt auch noch mit Nachnamen so wie ich. Der sagt mir immer sehr deutlich, ihr könnt nicht alles verbieten, dann bietet uns eine Möglichkeit, wie wir es ersetzen können. Und hier, glaube ich, muss auch nochmal der wissenschaftliche Konsens versucht werden zu erzielen. Hier ist aber die europäische Ebene festgelegt, Glyphosat zu untersagen. Und dieser Name, muss man mal sagen, ist irgendwie verbrannt. Jedenfalls kriegt man zurzeit keine politischen Mehrheiten beim Erhalt. So, und von daher müssen wir Wege finden, wie wir Ersatzstoffe generieren können, die einen ähnlichen Effekt haben, nämlich dass wir die Beikräuter, die Unkräuter, dass wir die reduzieren können, damit die Hauptpflanze auch eine Chance hat, durchzukommen. Ja, dann kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Trotzdem noch im Ackerbau, das wichtige Thema Feldberegnung und Wasser, gerade hier für den Landkreis Uelzen, aber ja im weitesten für ihren gesamten Wahlkreis, also auch die Kollegen in Celle sind davon ja stark abhängig und die ganze Region lebt da ja auch letztendlich von. Und da gab es ja jetzt unlängst auch die nationale Wasserstrategie, die angekündigt wurde.
Wie kann es denn Ihrer Meinung nach sichergestellt werden, dass auch künftig genügend Wasser für die Feldberegnung zur Verfügung steht und damit eben auch die heimische Lebensmittelerzeugung sichergestellt werden kann? Während wir ja tatsächlich auch ähnlich wie im Trinkwasserbereich eine existenzielle Bedeutung auch haben. Lebensmittel und Wasser sind nun mal eben wichtige Güter. Während es ja auch, nicht alles, was als Trinkwasser gefördert wird, wird letztendlich auch dafür verwendet. Also das, was die Toilette runtergeht, könnte man ja vielleicht auch irgendwie anders machen, ne? Sie sprechen ja heuer die Wichtigkeit des Wassers an. Wir werden mit Wasser getauft. Mein Name ist Henning Helmut Otte, H2O, können Sie sagen. Aber viel wichtiger ist, wir brauchen Wasser für die landwirtschaftliche Produktion. Ja. Und der Mensch besteht ja auch aus über 90% aus Wasser. Also ein sehr kostbares Gut. Das ist, glaube ich, auch ins Bewusstsein zurückgekommen. Und deswegen müssen wir mit Wasser sparsam umgehen. Was aber nicht bedeutet, dass wir Wasser nicht nutzen können, sondern wir brauchen Wasser. Wir haben die letzten drei Sommer gesehen, dass wir geringste Niederschläge hatten. Und darauf müssen wir uns eben einstellen. Dieser Sommer war einigermaßen okay. Wir waren jüngst mit der Bundeslandwirtschaftsministerin in Stöcken auf ihre Einladung hin mit dem Kollegen Polz und haben uns da das Becken angesehen. Und dort ist ja auch darüber klar diskutiert worden, dass ein weiteres Becken gut wäre zur Unterstützung. Das Weitere ist, dass wir uns neue Techniken ja angesehen haben. Wir alle kennen die Kanone. Die gehört auch irgendwie ins Landschaftsbild im Sommer vor der Ernte. Aber es gehört eben auch dazu, dass wir neue Beregnungsmethoden durchführen. Für Kreisberegnungen braucht man sehr große Flächen. Vielleicht gibt es technische Voraussetzungen, mit Schlauchsystemen direkter an der Pflanze zu arbeiten als über der Pflanze. Das würde viel einsparen. Aber allein das, was Sie sagen, die sogenannte Wasserspülung, Wasserklosett, also WC, braucht Unmengen viel Wasser. Und man geht häufig im Haushalt sehr lassiv mit dem Wasser um und hat dann in der politischen Debatte einen hohen Anspruch, dass man Wasser doch nicht vergeuden sollte. Also das Bewusstsein für Wasser ist geschärft worden, das ist gut. Die Landwirtschaft braucht Wasser, weil die Pflanze Wasser braucht. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir eben Oberflächenwasser nutzen. Ein Stück weit vielleicht auch wieder zurückhalten, nicht sofort in die Vorfluter geben. Mhm. Und eben auch moderne Techniken nutzen, um das Wasser direkt an die Pflanze zu bekommen. Das muss aber gefördert werden, einmal von der Technik als auch von der Anschaffung, denn das sind hohe Investitionsgüter. Ja, vielen Dank. Dann wechseln wir mal einmal den Bereich. Haben wir auch während des Hofrundgangs schon gemacht, darüber ein bisschen gesprochen, weil hier eben ja auch noch Tierhaltung am Standort mit ist. Wie stehen Sie denn zu Programmen wie beispielsweise dem Borcher-Programm und wie kann mehr Tierwohl umgesetzt werden? Gerade auch, haben wir beim Niedersächsischen Weg eben schon gehabt, wie können auch mögliche Systeme aussehen, um da eben auch eine Entlohnung hinzubekommen, die vielleicht nicht unbedingt vom Markt getragen wird? Also sind Sie da eher der Typ, der sagt, okay, Mehrwertsteuererhöhung auf Fleisch oder was könnten da eben auch andere Sachen sein, um das Ganze zu finanzieren, weil am Ende hilft es uns ja nichts, wenn wir die Tierhaltung hier jetzt kaputt reden oder kaputt machen, das Ganze ins Ausland abwandert und wir am Ende gar keinen Einfluss mehr auf die Haltungsbedingungen haben. Dazu darf es nicht kommen, Herr Heuer, dass wir den Einfluss verlieren auf die Produktionsstätten. Und deswegen müssen wir diesen Weltmarkt ganz klar im Auge haben. Aber wir müssen als Deutschland auch einen Anspruch geltend machen. Nämlich eben zu sagen, Tierwohl, das Tier selbst hat für uns einen Charakter. Mhm. Man kann sagen, wir kennen unsere Schweine am Gang, so ist es manchmal in der Politik. Aber es ist ja schon so, dass man mit den Tieren lebt. Und meine feste Überzeugung ist, dass der Bauer erst dann zufrieden auf dem Sofa sitzt und Tagesschau guckt, wenn es den Tieren gut geht. So, und deswegen ist dieser Tierwohlgedanke sowohl für den Produzenten wichtig als auch für den Verbraucher. Die Borchert-Kommission, Jochen Borchert, ehemaliger Bundeslandwirtschaftsminister und auch mal Präsident der Deutschen Jägerschaft, den ich auch persönlich kenne, hat die ganzen Interessen ganz gut zusammengebracht. Aber das Ergebnis ist noch nicht konsentiert, wie man so schön sagt. Leider. Ja.
Hier müssen wir dranbleiben, hier müssen wir dran arbeiten, aber mehr Tierwohl bedeutet auch mehr Kosten. Und das kann man nicht dem Produzenten, dem bäuerlichen Betrieb auferlegen, sondern das muss der Verbraucher mit übernehmen. Und jetzt gibt es natürlich die Bewusstseinsfrage, sind Sie für heimische Produkte? Ja. Was kaufen Sie? Dann ist meistens schon so. Bei der Mehrwertsteuerfrage bin ich eher für eine Vereinfachung und Vereinheitlichung, als dass wir immer differenzierter arbeiten. Ja. Von 19% und 14% und 7% oder 10%. Also Tierwohl kostet etwas. Wir müssen für die Betriebe, die diesen Weg gehen können und wollen, müssen wir ein Stück weit staatliche Unterstützung geben. Okay. Ja, ein weiterer Bereich, der ja auch immer wieder diskutiert wird, sind wir wieder eher im Baugenehmigungsthema. Es gibt eben den gesellschaftlichen Wunsch, den Sie ja eben auch gerade beschrieben haben, nicht nur des Bauern, dass es dem Tier gut geht, sondern eben auch des Verbrauchers. Und ich denke, wir haben auch gerade heute in der Diskussion mit Familie Schulz gemerkt, da sind viele Ideen da, da möchte man gerne auch umsetzen, sei es jetzt irgendwie Auslauf, Außenklimareiz oder was es denn eben alles gibt. Bloß das Ganze ist ja oft sehr schwer vereinbar mit dem Baurecht und gerade eben mit der jetzt gerade unlängst verabschiedeten technischen Anleitung Luft, mit der TH Luft, die das Ganze ja doch irgendwo behindert. Wie kann man das zusammenbringen? Ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, TH Luft ist meines Erachtens Ländersache. Aber wir tragen natürlich als Bundespolitiker und Wahlkreisabgeordnete insbesondere Verantwortung hier vor Ort. Hier gilt es nochmals, möglichst bundeseinheitliche Standards erstmal zu bekommen, damit wir rauskommen aus diesem Flickenteppich, weil Flickenteppich bedeutet auch Wettbewerbsnachteil. Es ist wichtig, im Emissionsschutz Verbesserungen zu erzielen. Das ist die Luft, die wir alle atmen und am Ende dient es auch der Akzeptanz der Betriebe. Hier müssen wir A gucken, welche technischen Voraussetzungen gibt es und B muss es auch Anreize geben, hier Filteranlagen entsprechend auch anzupassen. Ich bin immer dafür zu sagen, wir setzen Anreize umzugestalten, als dass wir es gesetzlich dann verordnen, dann es auferlegen, auch in der Nachrüstung, was da nicht bezahlbar ist. Das führt zum Kollaps oder zur Nichtannahme der gesetzlichen Verbesserung. Deswegen also gleiche Standards, Anreize setzen und gucken, dass wir Techniken finden, die A nicht so teuer sind und B wirken. Ja, okay. Eine andere Option, die ja durchaus auch in gewissen Fachzeitschriften unlängst als Umfrage mal gestellt wurde, dadurch, dass die Investitionen ja sehr teuer sind, die eben jetzt ja auch gerade auf Schweinehalter zukommen, wäre es da aus Ihrer Sicht nicht vielleicht auch sinnvoll, eine Ausstiegsprämie für diejenigen, die sagen, okay, wir stellen uns nicht diesen neuen Herausforderungen, dass man eben da eine Ausstiegsprämie staatlich gibt als Anreiz, eben auch um die Tierzahlen zu reduzieren, dadurch gleichzeitig auch den Ammoniakausstoß der Landwirtschaft insgesamt zu reduzieren und vielleicht den verbleibenden Tierhaltern dadurch auch noch eine Chance lässt, indem da irgendwo auch wieder was frei wird, sage ich mal. So ähnlich, wie es auch in den Niederlanden ja praktiziert wurde. Hm. Was halten Sie von so einem solchen Gedanken? Es ist ein in der Landwirtschaft neuer Gedanke. Wir hatten das ja schon mal in der Autobranche, die sogenannte Abwrackprämie, die aber dazu geführt hat, dass man eben neue Autos gekauft hat. Und hier ist es ja eher ein Ausstieg. Das ist von der Philosophie schwierig, weil wir wollen ja gerade Landwirte motivieren, Betriebsformen weiterzuführen und nicht aufzugeben. Und es darf nicht dazu führen, dass es zulasten der kleineren Betriebe geht und zugunsten der großen, die dann wie beim CO2-Emissionshandel eben Papiere aufkaufen. Aber hier sind wir wieder bei der Debatte auch Tierwohl, Ammoniakreduzierung, also Umweltbewusstsein. Hier müssen wir Anreize setzen, zu handeln. Viele erkennen jetzt auch die Situation als Chance, versuchen eben ein Stück weit, wie haben Sie gesagt, Außenreiz. Außenklimareiz beispielsweise, so ein Schlagwort, ja. Also das heißt auch ein Stück Transparenz, Sichtbarkeit für den Verbraucher, Regionalität zu bekommen. Das alles kostet viel Geld.
Wenn ich die Wahrnehmung richtig hier aufgenommen habe im Landkreis Uelzen, da will man tatkräftig nach vorn, da soll es in die nächsten Generationen geben, da müssen wir auch Anreize setzen. Aber wir müssen das mit den Landwirten machen und deswegen wäre es für mich ein Stück weit auch beruhigender, wenn ein solcher Vorstoß einer sogenannten Prämie nicht aus der Politik kommt, sondern aus dem Verband, aus dem Bauernverband selbst. Mhm. Okay. Ja, dann wechseln wir das Thema und gehen weiterhin in der Tierhaltung allerdings in Richtung der Milchproduktion. Wie können Sie sich denn die Milchproduktion oder Milchkuhhaltung der Zukunft vorstellen? Die Themen sind hier heute so vielfältig, wie die Landwirtschaft ist. Wir wissen, bei der Milch ist es mal so, mal so. Und da stehen die Erzeuger vor großen Herausforderungen, die Milchbetriebe. Wir haben bei uns im Dorf noch einen Vollerwerbsbetrieb Milch. Der hat sich zusammengetan mit dem Vollerwerbsbetrieb aus dem Nachbardorf und eine GbR gegründet. Ja. Das läuft ganz gut. Das entspannt auch, weil man nur noch jedes zweite Wochenende dann melken muss. Auch hier gilt es, glaube ich, festzuhalten, wir sind im Wettbewerb. Wir haben ein tolles Produkt, die Milch macht's. Und hier müssen wir uns auch nicht verstecken. Aber hier müssen wir eben auch Standards durchsetzen, auch auf europäischer Ebene, um zu verhindern, dass eben Produkte von außen reinkommen. Vielleicht muss es auch nicht sein, dass die gute Milch aus Uelzen ins Allgäu gefahren wird und die Allgäuer Milch hierher kommt. Wir haben mit Uelzena ein herausragendes Unternehmen. Und hier höre ich eben auch, dass der Milchpreis insgesamt zurzeit ganz gut steht, dass man aber diese Preissteigerung aus den Molkereien nicht so schnell bekommt, wie es vielleicht sein würde. Und hier ist ja auch ein wichtiger Gedanke, ein althergebrachter Gedanke, die Genossenschaften. Mhm. Viele Gemeinschaften leben ja in der Genossenschaft, im Milchbereich. Selbstorganisation ist leicht gesagt, wenn dann oben die Handelsketten kommen. Aber genaue Frage oder Antwort jetzt auf Ihre Frage ist, es führt am Ende auch bei der Milch der Weg am Wettbewerb nicht vorbei. Mhm. Okay. Ja, dann gehen wir nochmal so leicht in den Bereich der Förderung rein. Es gibt jetzt ja in der neuen GAP-Periode eine Förderung für extensive Weidehaltung. Und diese Förderung beschränkt sich ausschließlich auf Schaf-, Ziegen- und Mutterkuhhalter aktuell. Wenn jetzt ein Milchviehhalter seinen Kühen auch einen Weidegang anbietet, wären Sie dann auch dafür, die Prämie zu öffnen und dem die auch zu ermöglichen? Ich könnte es ja jetzt leicht sagen, ist ja sozusagen öffentliches Geld. Ja. Aber so leicht ist es ja nicht, weil natürlich gibt es auch einen politischen Kampf um Geld. Die einen wollen es für Infrastruktur ausgeben, die anderen für soziale Maßnahmen. Wir insbesondere für den ländlichen Raum. Ich finde, es gehört auch zusammen. Es gibt Parteien, die wollen einen Eigentumsbau verhindern. Ja. Das ist unvorstellbar für mich im ländlichen Raum. Also die Frage ist in der Tat, dass es begrenzt ist auf Schaf und Ziege, Weidetier, extensiv Bewirtschaftung. Ja klar, könnte ich mir das gut vorstellen, aber man muss natürlich auch sehen, Schafe müssen nicht zum Melken. Und hier gibt es natürlich auch Produktionsabläufe, die auch ein Stück weit eine Bindung erfordern. Und was auf jeden Fall erreicht werden muss, ist, dass wir weiterhin Weidetierhaltung auch haben. Das ist ein Stück Sichtbarkeit, das gehört zu unserem Kulturleben auch dazu. Und ich breche auch nochmal die Lanze für die hohe Qualität, die wir haben in der Milchproduktion. Das sind leistungsfähige Betriebe, weil leistungsfähige Kühe, aber eben auch mit einem hohen Qualitätsanspruch. Und meine Kinder, meine Frau und auch ich, wir trinken Milch, stehen da auch zu und halten das für ganz wichtiges Lebensmittel. Mhm, okay. Ja, wir bleiben bei der Weidetierhaltung und insbesondere bei einem Thema, was auch hier in Ihrem Wahlkreis immer wieder auf der Tagesordnung ist, nämlich der Wolf. Was bedeutet es denn aus Ihrer Sicht für den Klimaschutz, also für den Erhalt des artenreichen Dauergrünlandes? Was ja gerade für den Klimaschutz auch wichtig ist, wenn immer mehr kleinere Tierhalter aufgeben, weil eben beispielsweise vermehrt Risse da sind.
Ich bin Jäger und ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich über den Wolf spreche. Das unterscheidet mich von anderen, weil ich sehe, was die Wiederansiedlung des Wolfes bedeutet. Ja. Einmal für das Wild. Es gibt wie Wagenburgen bilden sich Großrudel. Wir sehen aber auch die Wolfsrisse bei den Weidetierhaltern, insbesondere bei den Schafhaltern. Mein Großvater hatte selbst 450 Kopf Heidschnucken. Und wenn dann ob in Ellendorf oder wo auch, da 70 Tiere gerissen werden, dann geht es nicht. Mhm. 95% aller Weidetierhalter sind Kleinstweidetierhalter. Ja. So, und wenn du morgens mit den Kindern guckst, ob es den Lämmern gut geht und die liegen da und sind zerrissen, dann werden diese Weidetierhaltungen abgeschafft und nicht wieder ersetzt. Und so würde nach und nach dieses Bild auch verschwinden der Weidetiere. Und wir brauchen Weidetierhaltung, wir brauchen Wanderherden auf jeden Fall. Deswegen sage ich, die Wiederansiedlung des Wolfes darf nicht wie bei uns zu einer Konzentration führen, die nicht mehr erträglich ist, wie sie jetzt schon bei uns ist. 34 Wolfsrudel haben wir insgesamt und wir haben eine Verdichtung. Wir brauchen ein Wolfsmanagement, dass wir handeln können dort, wo zu viele Wölfe sind, dass wir aber den Wolf auch erlauben, dort zu leben, wo er wenig Auswirkungen hat. Das bedingt aber, dass wir bundespolitisch den günstigen Erhaltungszustand des Wolfes festlegen, der meines Erachtens klar erreicht ist. Also hier müssen wir Handlungsoptionen aufbauen. Also ein klares Ja auch zur Bestandsregulierung für den Wolf. Auf jeden Fall. Ja, ja, letztes Thema zum Wolf. Es ist ja immer wieder erschreckend, auch gerade, ich sag mal, im Idealfall betreiben wir Prävention, dass wir im Vorfeld eben wolfsichere Zäune bauen, auch wenn das schwierig genug ja schon ist. Und das ist ja so, dass diese Schutzmaßnahmen nicht für alle Weidetiere gefördert werden. Beispielsweise für Schafe und Ziegen ist das relativ einfach, da ist die Einstiegshürde nicht so hoch. Aber eben für Rinderhalter oder auch für Pferdehalter ist es dann eben schwierig. Sollte das nicht für alle gefördert werden? Und gleichzeitig eben auch, sollte im Fall eines Risses nicht auch dann einen Ausgleich stattfinden für alle Schäden, die entstanden sind. Also nicht nur für das Tier, was irgendwo gerissen wurde, sondern auch für den kaputten Zaun, wenn die Tiere durchgehen und alles, was da hinten eben noch dranhängt. Es ist klar festzuhalten, wir müssen den Wolf im Zaum halten und nicht die Tiere im Zaun halten. Mhm. Und es ist eine Illusion zu sagen, wenn wir die Tiere immer höher einzäunen, wird schon nichts passieren, weil der Druck wird durch vermehrte Wolfskonzentration größer und am Ende ist der Wolf kein Vegetarier. Ja. Deswegen ist es richtig, dass wir Wolfschutzzäune zur Verfügung stellen, aber die aufzubauen ist schwierig und schwer. Zweitens begrenzt es sich auf Schafhaltung. Pferdehalter werden zum Beispiel nicht hier unterstützt. Und deswegen nochmals die Devise, da wo Schadwölfe am Werk sind, muss abgeschossen werden. Da wo zu viele Wölfe sind, muss eine Bestandsregulierung stattfinden. Und ich plädiere auch für eine Beweislastumkehr. Ja. Denn wenn dort 7 zerrissene Schafe liegen, dann muss man nicht lange überlegen, woran es gelegen hat in unserer Region. Und hier ist es auch notwendig, dass das sogenannte Senckenberg-Institut, was die Auswertung macht, auch ein Stück Konkurrenz bekommt. Denn nicht alle Proben, die abgeliefert werden, werden dort wissenschaftlich transparent nach außen dokumentiert. Und das geht nicht, das verfälscht das Bild. Also wir brauchen hier viel mehr Unterstützung für die Weidetierhaltung. Mhm. Ja, ein klares Statement. Vielen Dank dafür. Dann wechseln wir den Bereich, gehen über zu den erneuerbaren Energien als ja wichtige Stütze auch für die Energiewende. Haben wir auch hier ja an der Biogasanlage gesehen. Halten Sie es angesichts eben gerade der Umstellung für sinnvoll, dass EEG-Anlagen, die jetzt ausgefördert sind, abgeschaltet werden, statt sie eben am Netz zu halten, um die Energiewende auch tatsächlich zu schaffen mit Erneuerbaren? Und ist das EEG in dieser Hinsicht nicht anpassungswürdig? Die Phase der regenerativen Energien hat einen enormen Mittelzufluss auch für den ländlichen Raum generiert. Also ja. Neben der Urproduktion auch Energie zu produzieren.
Jetzt gilt es aber auch, Verlässlichkeit und Planungssicherheit zu generieren. Letztendlich wird das Energieeinspeisegesetz sich CO2-orientierend umbauen. Wir müssen für die Anlagen, die aus dem EEG jetzt rauswachsen, eine Perspektive bieten können. Absolut. Hier gilt es ja für Anlagen bis 100 kW, wenn ich richtig informiert bin, dass wir hier noch die Einspeisezusage verlängern, dass für die größeren Anlagen wir aber sagen müssen, sie müssen auf Dauer im Wettbewerb bestehen können, weil wir nicht eins erreichen dürfen, dass der Energiepreis, der Strompreis ständig weiter steigt. Das ist auch wichtig als Produktionsstandort in Deutschland, dass wir verlässliche Energiepreise haben. Aber soweit wir einen Beitrag im ländlichen Raum dazu nutzen oder leisten können, wollen wir ihn natürlich auch gerne leisten. Ja, okay. Ja, die nächste Frage baut da so ein bisschen drauf auf. Warum wird die Biogasbranche trotz eben der erkannten Klimaveränderungen dermaßen im Unklaren gelassen? Weil die Biogasbranche, das haben wir ja hier auch gesehen, durch die Flexibilisierung und als Grundlastträger ja einfach auch dauerhaft zur Verfügung steht. Also sollte da nicht vielleicht ein höherer Stellenwert dem auch eingeräumt werden, obwohl es vielleicht nicht die günstigste Erzeugungsform ist? Dafür ist sie aber grundlastfähig. Genau. Und wenn das wie hier gekoppelt wird an den Viehstall oder an ein Wärmenetz hier im Ort, ist das ja eine tolle Sache. Grundlastfähige Energie wird vor Ort produziert mit nachwachsenden Rohstoffen. Aber hier gilt auch, dass wir natürlich auf Dauer die Energieeinspeisezulagen so nicht halten können, sondern es war von Anfang an gesagt worden, das ist ein Anreiz, ein Einstieg und keine Dauersubventionierung des Strompreises. Mhm. Dauersubventionierungen sind nie gut, Wettbewerb fördert, aber nochmals, wir müssen auch für die jetzt darüber nachdenken müssen, wie geht es mit ihrer eigenen Anlage weiter, denen müssen wir eine Perspektivsicherheit geben können. Mhm. Sie haben eben angesprochen, gerade die Kopplung auch hier im Betrieb zusammen mit der Tierhaltung. Ist das nicht vielleicht ein Modell, was man eben auch vielleicht sogar noch stärker fördern sollte? Also A, durch die Vergütung, aber vielleicht auch durch eine langfristigere Perspektive. Gerade eben in der Tierhaltung ist man eben in sehr langen Abschreibungszeiten, dass man da eben auch das für sogenannte Gülleanlagen mit ermöglicht. Ja, die Demokratie ist immer dann beständig, wenn die Regierungen nicht wechseln. So, und ich kann Ihnen sagen, maximale Bestandsgarantie können wir dann erreichen, wenn die Regierung jetzt nicht wechselt. Wie sich das dann auf Gülle auswirkt, muss ich ehrlich sagen, kann ich selbst zu diesem Zeitpunkt nicht bewerten. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich abwarten, auch wer unser Koalitionspartner wird. Mhm. Ich glaube, dass es davon auch ein Stück weit abhängig ist, in welche Richtung es geht. Ja, okay. Wir bleiben bei den erneuerbaren Energien, aber eine ganz andere Form, nämlich die Windenergie. Was sagen Sie, wie kann man künftig einen Ausbau der Windenergie sicherstellen, gerade eben im Hinblick auf Bürgerbeteiligung, um auch eine Akzeptanz herzustellen? Windmühlen leisten einen wesentlichen Beitrag, auch bei uns hier im Landkreis. Wobei die Akzeptanz für solche Neuanlagen nicht besonders groß ist. Es sei denn, wir haben Bürgerwindparks, wo die Menschen vor Ort auch mitbeteiligt sind. Das ist an sich ein Stück weit auch ein genossenschaftlicher Gedanke, der zielführend ist. Das Zweite ist, wir müssen die bestehenden Anlagen anpassen an die Technik, das heißt das Stichwort Repowering. Ja. Und bevor wir die Debatte, ob Wind im Wald möglich ist, durchstehen oder wollen, sollte man nochmal über Abstände nachdenken. Nicht zum Dorf, sondern zum Wald, um da noch mehr Möglichkeiten zu schaffen. Ja. Wenn ich Sie jetzt persönlich fragen würde, wie ist Ihre Meinung zu Windenergie im Wald? Gespalten. Und am Ende überzeugt mich zu diesem Zeitpunkt, dass wir für jede Windanlage einen Sockel brauchen, ein Fundament, eine Leitungsschneise. Ja.
Und wir haben die große Herausforderung, dass durch sicherlich Klima, aber auch durch trockene Sommer und durch den Borkenkäferbefall, wir ganze Bestände haben, die neu aufgeforstet werden müssen. Das heißt, wir müssen erstmal viel, viel Energie aufbringen, um Naturverjüngung zu bekommen, um Neuanpflanzung zu bekommen, damit wir auch Sauerstoffproduzenten, Klimaregulierung haben, Wasserspeicher haben. Also der Wald hat an Kostbarkeit noch zugenommen. Gar nicht daran zu denken, wenn man Neuanpflanzungen noch bewässern muss. Mhm. Ja, okay. Dann wechseln wir nochmal das Thema und gehen in die Kategorie Infrastruktur. Wie stehen Sie zum Bau der A39? Ich habe mich immer ausgesprochen für den Bau der A39, für den Lückenschluss von Wolfsburg nach Lüneburg. Dies hat auch eine breite Unterstützung gefunden bei der Umfrage der Industrie- und Handelskammer, wo über 90% sich ausgesprochen haben. Auch weil es die B4 beispielsweise entlastet vom hohen Fahrzeugverkehr und uns natürlich ein Stück weit näher ranbringt an die Märkte. Nicht nur an die Häfen in Hamburg, sondern auch an die Märkte. Und deswegen halte ich die A39 nach wie vor für eine Zukunftsachse. Okay, gehen wir nochmal rüber zum Thema Schiene. 2015 wurde ja im Dialogforum Schiene Nord sich für die Alpha-E-Variante ausgesprochen. Also das war letztendlich die Variante, die mehrheitsfähig war. Und trotzdem gibt es ja noch viele Forderungen nach einer Neubaustrecke. Was sagen Sie dazu? Also das hätte ja am Ende als Neubaustrecke auch wieder einen massiven Einschnitt für landwirtschaftliche Betriebe, wo wieder viele Flächen verloren gehen. Was ist für Sie die sinnvollere Alternative? Ein Neubau oder die Alpha-E-Variante? Hier lehne ich einen Neubau ab, weil er uns keinen Vorteil in der Region bringt, sondern eher noch die guten Bahnverbindungen, die wir in Bienenbüttel, in Befensen, in Oelsnam, in Suderburg haben, uns abkoppelt. Mhm. Deswegen habe ich mich immer und vehement für einen Ausbau der Bestandsstrecke ausgesprochen. Ja. Über die Korridore Stendal Richtung Berlin und Rothenburg Richtung Nordrhein-Westfalen. Dies ist durch einen einstimmigen Beschluss im Niedersächsischen Landtag festgelegt. Wir haben einen Bundesverkehrswegeplan, der diesen Konsens als Voraussetzung hat. Und an diesem Konsens sollten und dürfen wir nicht rütteln, sondern uns klar aussprechen für die Umsetzung der Alpha-Variante. Okay, gut, dann gehen wir wieder eher ins Kernthema Landwirtschaft. Und da ist eine Frage, die lese ich komplett einfach mal ab. Die wurde uns von einem Mitglied gestellt. Der weltweite Weizenvorrat ist auf einem 5-Jahres-Tief. Die konventionelle Landwirtschaft stellt die Ernährung sicher und ist in den ländlichen Gebieten das Rückgrat der Bevölkerung. Bekennen Sie sich zu einer Landwirtschaft nach konventionellen Maßstaben oder sollte diese, da sie ständig an den Pranger gestellt wird, als Umweltverschmutzer, Klimakiller, Produzent vergifteter Lebensmittel und Tierquäler zugunsten ausschließlich ökologischer Erzeugung nicht generell verboten werden? Sehr spitzfindige Frage. Hier muss man mal an das Grundgerüst gehen. Ich finde, jeder Mensch sollte nach seiner Fasson leben, solange er den anderen nicht beeinträchtigt oder schädigt. Mhm. Und deswegen brauchen wir beides. Wir brauchen die konventionelle Landwirtschaft und wir brauchen die ökologische oder Bio, wie auch immer man es bezeichnet. Ja. Lasst doch beides je nach Fasson sich entwickeln. Dann guckt man mal, wie sich die Märkte auch orientieren. Ich bin gegen, dass man die beiden gegeneinander ausspielt, sondern sie sind jeweils eine von zwei Säulen für einen ländlichen Raum, in dem wir leben. Okay. Werden Sie dann in dem Zusammenhang dem Wähler auch deutlich machen, dass Nachhaltigkeit mehr ist als nur ökologische Landwirtschaft? Auf jeden Fall. Nachhaltigkeit ist das Grundgerüst des christlichen Lebens, nämlich so zu leben, dass die Welt auch noch in den nächsten Jahrtausenden weiterlebt und dass die Familienbetriebe weiter auf der eigenen Scholle wirtschaften können. Nachhaltigkeit ist wichtig für die Sicherheitspolitik, vielleicht die ursprünglichste Nachhaltigkeitspolitik. Und hier müssen wir eben deutlich machen, was bedeutet nachhaltig? Nachhaltigkeit bedeutet nicht, die Hände in den Schoß zu legen und möglichst aufhören zu atmen, sondern Nachhaltigkeit bedeutet eben auch, so zu wirtschaften, dass nachfolgende Generationen auch eine gute Perspektive haben. Ja, okay.
Dann kommen wir zu einer Frage, die schon eher eine Gewissensfrage ist. Es gibt ja Projekte, wo im Schweinebereich eben auch geguckt wurde, kann man den Langschwanz, den Ringelschwanz eines Schweins eben in Haltungsform erhalten, ohne dass eben Schäden an den Tieren auftreten mit viel Aufwand, Spielzeug und so weiter. Da haben wir uns ja auch mit Ihnen gemeinsam schon Betriebe angeguckt. Das kennen Sie ja letztendlich auch. Das ist so die eine Seite, wo viel experimentiert wurde, wo aber im Ergebnis rausgekommen ist, dass es A, nicht in jedem Betrieb funktioniert und B, im Schnitt irgendwo nur 75% intakte Schwänze auf dem Schlachthof ankommen und eben entsprechend die restlichen Tiere da Schäden haben mit entsprechendem Leid ja auch und Schmerzen. Ist es da für Sie eher die Tendenz zu sagen, den Langschwanz und das in Kauf nehmen oder eben der kurze Eingriff und eben den Schwanz zu kopieren beim Schwein? Sie wissen ja selbst, dass das eine schwierige, kaum zu beantwortende Frage ist, Herr Heuer, ja. Weil man beides betrachten muss. Also das Schwänze kopieren ist, unterstelle ich mal erstmal, nicht mit dem Willen des Tieres, sondern es tut weh. Aber Langschwänze zu haben, die dann sich entzünden, tut genauso weh. Ja. Und deswegen ist es eine Abwägungsfrage. A, kennt man die Produktionsräume als Bauer, als Landwirt selbst und muss gucken, was geht. Manchmal ist es besser, im Vorfeld zu kopieren, als das im Nachhinein das Anbeißen, das Entzünden sich entsteht. Sollte eines Tages die Tierwohlkampagne mal so sein, dass wir in Stellen Fleisch produzieren, dass das Kopieren nicht mehr notwendig ist, ja, da wird sich ja dem keiner widersetzen. Ja, das stimmt. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon so langsam Richtung Ende und wir haben jetzt noch unsere sogenannte Schnellfragerunde im Angebot, also kurze, prägnante Fragen, die Sie auch kurz beantworten können. Und da geht's los mit dem Mercosur-Abkommen mit den südamerikanischen Staaten. Ist das für die deutsche Landwirtschaft eher von Vorteil oder zum Nachteil? Bei schwierigen Fragen muss man sich auf die Grundsätze konzentrieren. Ich habe immer gesagt, ich bin für Wettbewerb und gegen Protektionismus. Und ich traue auch unseren Familienbetrieben zu, im Landkreis Uelzen sich dem Wettbewerb zu stellen. Aber da gilt es eben auch sicherzustellen, dass gleiche Standards gelten. Ja. Dass wir nicht hier mit Produkten in Konkurrenz stehen, die eben mit anderen Voraussetzungen, geringeren Umweltstandards produziert werden. Hier muss dann im Handelsabkommen eine klare Regulierung gefunden werden, die uns davor schützt, mit gering qualitativen Produkten uns konkurrieren zu müssen. Okay. Fleisch oder Gemüse? Für mich gehört beides zusammen. Okay. Herbizid oder Hacke? Kommt auf die Zeit an, dann Hacke. Aber manchmal braucht man ehrlicherweise, praktischerweise Herbizide. Auch hier gilt es, ein gutes Miteinander zu finden. Okay. Mein schönstes Erlebnis mit oder in der Landwirtschaft ist? Wenn es morgens heißt, das Korn und abends der Korn. wenn es bei uns jetzt in den Dörfern eben nach Ernte riecht. Dann ist sozusagen die Ernte eingebracht. Das Jahreswerk als solches ist vollzogen. Es geht zwar sofort weiter, die Neubestellung sich anzusehen. Aber das ist das durchaus dieser Geruch, der unsere Heimat auch ausmacht. Ja. Die Landwirtschaft 2030 stelle ich mir vor. Mit Familienbetrieben, die ein gutes Einkommen haben, wo die Kinder am Tisch sagen, ich will auch Bauer werden. Die Landwirtschaft in Nordostniedersachsen hat eine Zukunft, weil wir hier sehr landwirtschaftlich geprägt sind. Warum? Weil wir überwiegend annehmbare Böden haben, weil wir hier tatkräftige Bäuerinnen und Bauern haben, weil wir kluge Köpfe haben und weil wir einen Bauernverband haben, Nordostniedersachsen, der uns Abgeordnete immer wieder antreibt. Ja, das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben, dass Sie auch den Hofrundgang gemeinsam mit uns hier gemacht haben. Und wir wünschen Ihnen viel Erfolg für den anstehenden Wahlkampf.
würden uns freuen, Sie auch wieder auf dem landwirtschaftlichen Betrieb begrüßen zu können. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Heuer. Mir hat Spaß gemacht. War sehr umfangreich, aber das zeigt ja auch, wie das Berufsbild des Bauern ist. Und ohne Buren war das nichts. Genau so ist es. Danke. Dankeschön.